Hallo meine Lieben, hier ist euer Hufschmied Markus Rabe. Hier fängt ein neuer Film an und ich bin in Deutschland. Und viele Leute warten auf mich, sehnsüchtig. Die haben ganz, 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 ganz große Probleme mit den Pferden. Lahm, Hufkrebs und so weiter. Ich nehme euch mit, zeige euch das. Und das Ganze ist übrigens kostenlos. Das sind diese Nothilfen, die wir anbieten seit vielen Jahren. Das mache ich ehrenamtlich. Und ihr dürft mich jetzt auf dieser Tour hier quer durch Deutschland begleiten. So, jetzt sind wir hier auf einem echt schönen Reiterhof angekommen. Das Wetter ist so lala, aber relativ warm und das ist auch schön. Das hier ist der normale Schmiedebus, den kennen viele. Der ist also praktisch für die komplette huforthopädische Bearbeitung. Ist dieser Bus hier wirklich wunderbar geeignet. Den kennen ja ganz, ganz viele im Raum Warndorf, Gütersloh und so von früher noch, als ich aktiv war. Das bin ich ja nicht mehr. Also nicht mehr jetzt für Geld, um das mal deutlich zu sagen. Und ich habe gerade ein Pferd beschlagen, was eigentlich ganz krumme Beine hat. Konnte da helfen und das wirklich Schöne ist, seit so vielen Jahren an meiner Seite die Tiffany Hild, Hufschmiedin ihres Zeichens, orthopädische Hufbeschlagschmiedin, Physiotherapeutin für Pferde, eine Person, die eine unglaubliche Sachkunde besitzt. Ja, wenn man so bei der Arbeit ist, auch hier in Deutschland, da wird einem auch immer so die eigene Geschichte bewusst und wenn ich dieses alte Bild sehe hier, ach, das waren die guten alten Zeiten. Ich erinnere mich wirklich noch dran. Ja, von Beginn an dabei mein Sohn links, Janis. Und der macht heute ganz, ganz viel. Oha, da drin ist Geschreie. Da wird geschimpft. Da hat bestimmt, ah, da hat ein Pferd, guck mal. Da hat ein Pferd Leckerchen geklaut. Jui, 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 jui. Gib deinem Pony mal ein Lecker, ja? Hört er, was er sagt? Ich gebe deinem Pony mal ein Lecker. Ja, man muss die Besitzer erst fragen. Hier sind ja nicht unsere Pferde. Wir können ja nicht einfach ein Leckerchen verteilen. Ist schön, ne? Wenn man so Leute heimlich filmt. Das ist Zufall. Ist das okay, wenn ich euch heimlich filme? Ja, Leute, ich versuche das nochmal zu erklären. Viele verstehen das gar nicht. Was erzählt der Rabe von kostenlos? Ja, das, was ich hier mache, ist ehrenamtlich. Und die Tiffany hilft mir gerade ehrenamtlich. Die ist mit mir unterwegs, um Menschen zu helfen, die völlig in Not sind und nicht mehr weiter wissen, die teilweise schon 1, 2, 3 Jahre ein massives Problem haben, massives Problem mit dem Pferd. Das ist total lahm, keiner kriegt's raus. Das Pferd hat Hufkrebs, da faulen die Hufe ab, immer wieder andere Ärzte, aber es wird nichts. Als Beispiel jetzt. Und irgendwann steht dann diese Euthanasie im Raum und dann fragt man uns nochmal und dann sagen wir, wir kommen vorbei, wir helfen. Das machen wir kostenlos. Ich muss nicht davon leben, weil mein Verdienst ist ein ganz anderer. In der Regel, und ich habe heute das Glück, dass ich das sagen darf, bediene ich ganz reiche Pferde, Leute irgendwo in der Welt. Dafür bin ich tätig. Hier in Deutschland mache ich nichts mehr für Geld und das ist eine Freiheit. Und man hat auch die Freiheit, sagen zu können, was man möchte. Ich sage zum Beispiel auch sehr deutlich, wenn ein Reiter oder eine Reiterin wesentlich zu fett ist. Zum Beispiel, ich bin auch zu dick, ich gehöre nicht auf ein Pferd. Und wenn ich hier einen Araber-Pony habe mit 1,40 m Stockmaß und sehe eine Kundin, die 180 Kilo wiegt, dann werde ich sehr, sehr deutlich, dafür bin ich nicht beliebt, dafür bekomme ich nicht immer Herzchen, aber ich fühle mich gut und das ist auch wichtig. So, da sehen wir jetzt die Frau Hild, die wird gerade geheilt von einer Reiterin. Hast du jetzt Energie gesendet? Ich habe ihr jetzt den Fluss. Den Fluss? Den Fluss des Lebens, der Entspannung. Ja. Und legst du dann die Hand nur auf den Kopf auf oder geht das auch noch woanders? Ich frage ja nur. Man kann das überall auflegen. Ja, zeig mal, wo. Man kann auch auf den Rücken gehen. Ja. Dann fließt die Energie durch den Rücken. Durch den, wohin? Bis in die Füße. Ja. Dann läufst du ganz schnell da. Da sind ja auch viel Füße da, ist das super. Könnt ihr auch mal ernst sein hier? Ja, das ist so. Keine Bauern, die ernst bleiben. Nein, kann man noch. Ah, der Katze vergessen hier. So, guckt euch das mal an. Das sind so Reiterweiber. Ne? Alte Turnschuhe mit einer Zigarettenkippe drunter. Muss sowas. Muss sowas da jetzt mal ehrlich. Das muss doch nicht sein. Hey, die fallen schon auseinander. Ich sammle die und schmeiß die hinterher gesammelt weg. Aha. Nee, auch diese Aschenbecher sind ja total überbewertet. Nee, lass ruhig an, lass ruhig an. Alles gut. So. Hier konnte das Team von Schmiede ohne Grenzen bereits mit einem einfachen Korrekturbeschlag helfen. Doch der nächste schwere Fall wartet bereits.
So Leute, ich bin jetzt hier auf einem wirklich wunderschönen Reiterhof hier bei Melle. Das ist total schön hier, sehr harmonisches Ambiente. Man merkt auch schon, das ist ein richtig toller Reiterhof und das ist der Kandidat. Und wir haben hier eine Nekrose in der Wand. Und das Ganze werden wir natürlich öffnen müssen. Dann wird man sehen, das ist nicht so lustig, wie es aussieht. Wobei man das natürlich jetzt auf den ersten Blick so gar nicht richtig einschätzen kann. Aber Tiffany, könntest du vielleicht einmal den Huf hochheben? Das wäre ganz lieb. Da sieht man es schon. Also das ist jetzt ein im Grunde genommen permanekrotischer Abszess, ein dauernekrotischer Abszess. Das ist kein klassischer Hufkrebs oder sowas, wie es erst vermutet wurde. Und wenn wir diese Extremwand öffnen, man sieht hier auch schon eine Zusammenhangstrennung, dann wird das wahrscheinlich eine ganz große Überraschung geben, was da alles drin sitzt. An Entzündungsherd und auch an Sud, an Schmutz. Ja, ich bin mal weggegangen. Das war jetzt gerade ganz emotional. Die Besitzerin weint und das sind immer so Momente. Ich halte dann auch nicht das Handy drauf. Das gehört sich nicht. Eine ganz nette Frau. Man stellt das ja ganz schnell fest im Gespräch. Eine ganz nette Frau, die ihr Pferd ganz, ganz lieb hat. Wir werden natürlich jetzt alles tun, um zu helfen. Im nächsten Fall, den Markus Rabe und Tiffany Hild heute untersuchen, besteht die große Sorge der Besitzerin, dass ihr Pferd an Hufkrebs erkrankt sein könnte. So, das nächste Pferd, das ist nämlich mal ganz interessant, weil auch hier steht wieder so ein Begriff in den Raum, Hufkrebs, Parakeratose. Man sieht natürlich deutlich, dass es das nicht ist. Über 50% der gestellten Diagnosen in Deutschland sind falsch. Ne? Das ist schon immer sehr, sehr beachtlich. Mit Hufkrebs hat das nichts zu tun. Man sieht hier deutlich eine offene Strahlfurche. Sicherlich war da mal ein Infekt, Bakterien ging rein. Man hatte eine Strahlfäule. Das Gewebe versucht sich zu reparieren und schiebt dann natürlich Horn und auch teilweise stinkige, käsige Masse nach außen. Aber Hufkrebs ist das nicht. So, da kann man das mal sehen. So sieht das jetzt gebadet aus. So, du hattest ja ursprünglich so ein Problem wegen Hufkrebs, das war es jetzt Gott sei Dank gar nicht, nur ein bisschen strahlvolle Strahlpolsterentzündung. Ja, jetzt lachst du wieder. Bist du happy? Absolut, danke. Ja, das ist geil. Leute, so macht man das. Ja, jetzt haben wir heute zwei Frauen glücklich gemacht. Die erste Dame, die erste Besitzerin mit dem Kaltblüter ist ein bisschen komplizierter. Da folgt eine kleine Operation. Die zweite Kundin jetzt, das war einfach, das war nur eine Strahlpolsterentzündung. Das ist nicht ganz so schlimm, da konnten wir vor Ort helfen. Man sah es ja auch, die Kundin war sehr glücklich. Das ist einfach zu lösen gewesen. Ja, das erste Pferd, den Kaltblüter, der muss operiert werden. Da haben wir Julia und Julia um Hilfe gebeten aus der Pferdepraxis Stolzenberg. Und ja, da dürft ihr jetzt auch wieder dabei sein, da fahren wir jetzt hin. Ich nehme euch mit. Ja, es ist jetzt mittlerweile 9 Uhr abends, ich bin in Warendorf. Ich habe jetzt 6 Uhr, ich habe jetzt bereits eine 15-Stunden-Schicht um. Das ist nicht gelogen, wirklich seit 15 Stunden bin ich aktiv und gerade kam eine Sprachnachricht rein von der Kundin, wo wir vorhin waren und die hat mich sehr gefreut und die spiele ich euch jetzt mal vor. Und für mich geht's weiter. Ich habe noch gut 2,5-3 Stunden was vor der Brust heute. Und dann war das mal wieder ein langer Tag hier in Deutschland. Hey Markus, ich danke euch nochmal ganz, ganz, ganz doll für eure Hilfe. Ihr seid wirklich echt Engel auf zwei Beinen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin und wie froh ich bin, dass ihr da wart. Und auch mit deiner schnellen Hilfe, wie selbstverständlich du mir einfach geholfen hast. Und ja, dann auch noch kostenlos. Ich habe da überhaupt gar nicht mehr mit gerechnet, dass es überhaupt solche Leute gibt wie dich. Und du kannst stolz darauf sein, was du geschafft hast, was du auf die Beine gestellt hast. Und die Leute vor allem und die Menschen, vor allem auch die Tiere, können wirklich absolut froh sein, dass es solche Menschen wie dich und wie dein Team gibt. Also ich bin dir wahnsinnig dankbar und ich werde dir auf jeden Fall Fotos schicken. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Es ist für mich, für mein Leben echt eine Bereicherung, einen Menschen wie dich kennenlernen zu dürfen. Und ich bin froh, dass wir uns jetzt kennengelernt haben und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich hoffentlich mal irgendwann wieder, aber dann bitte aus einem anderen Grund. So, weiter geht's. Die Schmiede ohne Grenzen sind wieder unterwegs. Wir fahren jetzt hier nach Hannover. Es geht dann heute um dieses dicke Pferd, den Kaltblüter mit seiner Hufentzündung hinten links, mit dem Hufkrebs oder was auch immer. Wir werden es öffnen, wir werden reinschauen und wir werden ihm helfen. Was viele sich aber fragen ist, Wie kommt das, dass dieses Team Schmiede ohne Grenzen jetzt auch in Deutschland unterwegs ist? Da sind wir schon seit Jahren. In Deutschland sind wir angefangen. In Deutschland waren wir immer tätig, werden wir auch immer tätig sein. Wir haben nur in der Vergangenheit sehr, sehr wenig berichtet. Ab und zu gab es mal ein Filmchen.
Das wollen wir jetzt wieder intensiver machen. Wie kommt man zu uns? Es sind meistens Tierärzte, Tierärztinnen, die uns anrufen und sagen, liebes Team Equivent, ich habe hier ein Problem mit dem Pferd, huftechnischer Natur, ich komme nicht weiter. Ich habe auch keinen Hufschmied in meiner Nähe, der mal eben helfen könnte oder die Fachkenntnisse besitzt. Vielleicht ist es Hufkrebs, vielleicht was anderes. Könnt ihr mal vorbeikommen, eventuell operieren. Ich mache dann die Nachsorge, sprich ihr operiert, ihr macht die Orthopädie oder was auch immer, die Hufbeschläge und ich mache später die Nachsorge. So entsteht das und so entstehen diese Filme. So, wir sind angekommen. Tierärztliche Pferdepraxis Stolzenberg. Das ist hier in Hannover, bei Hannover. Und das ist eine Fachstätte für Huferkrankungen, wo ich schon sehr lange und sehr viel mit zusammenarbeite. Und es ist immer sehr, sehr schön hier. Ja, der Wettergott, der hatte schon mal sehr gut mit uns gemeint. Und ich probiere heute einen neuen Ofen aus. Ein Hufschmiedeofen von der Firma Schmiedeöfen Wendhaus. Bin mal gespannt. Der sieht sehr toll aus, sehr hochwertig und ich glaube, der wird einen sehr, sehr guten Job machen. Viele fragen sich, wie kommt man an uns ran? Ganz wichtig ist vielleicht auch nochmal die Information, nicht nur wie man an uns rankommt, sondern wer für uns in Betracht kommt. Wir helfen zum Beispiel bundesweit in ganz Deutschland sehr vielen Tierparks und zoologischen Anlagen. Wir kennen uns aus mit eingewachsenen Krallen bei Löwen, bei Tigern, mit der Barhufbearbeitung von Zebra und so weiter. Das heißt, viele Tierparks, die vielleicht gerade in diesem Moment in sehr, sehr finanzieller Not sind und können ihren Tieren nicht gerecht werden, die können bei uns anrufen und wir helfen. Unkompliziert und natürlich kostenlos. So, genau. Und deswegen sind wir heute hier, ne? Dich müssen wir operieren und bei dir machen wir wieder die Füße in Ordnung. Hummel. So, meine Lieben, erinnert euch hier an diesen kleinen Mann. Der ist jetzt mittlerweile hier angekommen in Hannover und da ist das große Problem. Und man sieht auch vorne in der Ecke, da sieht man es auch, da vorne, da ist das ganz große Problem. Da läuft der Eiter schon so raus und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ne? Und das tut natürlich auch unglaublich weh. So ein Schweif ist natürlich irgendwo auch hinderlich. Tierärztin, die flechtet den jetzt ein. Warum ich natürlich so besonders gerne hier bin, ist nicht nur, dass die Leute, die Ärzte, das Team hier nett ist, sondern es wird immer sehr sorgfältig gearbeitet und der Hof wird jetzt ordentlich anästhesiert. Eine Leitungsanästhesie, sprich das, was wir auch vom Zahnarzt kennen, eine sogenannte örtliche Betäubung. Das Pferd darf auf keinen Fall Schmerzen haben, sonst hat man hinterher ein Problem und kommt nicht mehr ran. Ne? Das darf kein negatives Erlebnis für das Pferd sein. So, natürlich ist er auch sediert, dass er das Ganze auch dann wirklich jetzt, sag ich mal, relativ relaxed übersteht. So, und wenn man sich dann so einem Tier annimmt, stellt man natürlich auch schnell fest, dass auch der angeblich gesunde Huf gar nicht so ganz gesund ist. Der Krankenhuf ist dahinter. So, gerade mal das Eisen reingeschmissen, wird sicherlich in 30, 40 Sekunden glühen. Der Ofen arbeitet hundertprozentig. Wahnsinn. Natürlich das Ganze mal öffnen und sehen dann den ganzen alten, eingewachsenen Dreck. Dann ist natürlich klar, dass das eine hochgradig infizierte Wunde ist. Das müssen wir jetzt auch erstmal alles sauber machen und spülen, bevor das rausoperiert wird. Das war hart gesotten, da kann man mal einmal sehen, alles das ist jetzt im Grunde genommen erstmal sauber gelegt und das zeigt das ganze Übel, ne? Grausam, was hier in über einem Jahr eingewachsen ist. Auch hier kann man jetzt mal wunderbar sehen, es geht immer weiter. Jetzt hier ist auch der Sohlenkörper da unten betroffen. Da sieht man das. Leider werden ernstzunehmende Huferkrankungen wie diese oft erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt und kostbare Zeit mit alternativen Behandlungsmethoden vergeudet, bevor die einzige verbleibende Option der operative Eingriff durch Markus Rabe und sein Team von Schmiede ohne Grenzen ist.
Dieser Eingriff erfordert eine gründliche operative Entfernung aller betroffenen Stellen am und unter dem Huf. Eine entscheidende Rolle im anschließenden Heilungsprozess spielt ein effektiver Druckverband, der das wiederholte Auftreten von Verhornungsstörungen verhindert. Ohne ausreichende Kompression ist jedoch kein Erfolg zu erwarten. Dank der Operation und anschließenden Kompression erleben Pferde oft innerhalb weniger Tage eine deutliche Schmerzreduktion und können wieder normal laufen. So, die Operation ist gut verlaufen. Der Fall ist für mich jetzt hier erstmal erledigt. Wir konnten helfen, aber da wartet auch schon eine andere Kundin, eine neue Kundin, die wohl zwei Pferde mit hat. Die Julia, die hat da mehr Informationen zu, die fragen wir gleich mal. Frau Dr. Schöverling, Kundin, die da gekommen ist, worum geht es da? Zwei Dressurpferde, auch ein bisschen bessere Klasse, also schon aktiv im Sport. Und die liegt aber nicht so schön auf den Füßen, ein bisschen lahm, halt Probleme. Okay. Hufbeschlag könnte schöner sein. Okay, also zwei etwas lahme Dressurkracher. Da bin ich mal gespannt. So, ich bringe jetzt mal was Persönliches hier mit rein. Die blonde Tierärztin, die Julia Bollwein, die war vorhin unterwegs, kam wieder, hat dann Post aufgemacht und zankt sich gerade mit einer Kundin rum, die ein Pferd hat mit Hufrehe. Und dieses Pferd war hier zur Behandlung, es war auch ziemlich schlimm. Ist dann ärztlich behandelt worden und es war auch ein Schmiedekollege wohl hier, hat dieses Pferd beschlagen. Und die regen sich jetzt auf, dass Hufbeschlag unheilig, Nägel wurden in die Hornkapsel getrieben. Ist das jetzt Körperverletzung oder ist es gar Sachbeschädigung? Und das ist das wirklich Schlimme, was ich auch kenne. Man rettet Pferden das Leben, hat teilweise leider am anderen Ende die letzten Ökos, die einem das Leben zur Hölle machen. Und das gab es früher so nicht. Früher gab es sehr viel sachkundige Personen. Und heute gibt es immer mehr Öko-Fanatiker. Ich lerne Leute kennen, die ein Pferd haben mit einer Kolik. Der Darm hängt bereits aus dem Hintern raus. Das Tier verreckt elendig. Und die stehen drumherum, die Ökos, und senden Energie. Und das ist jetzt nicht überspitzt oder übertrieben, das ist so. Und das ist auch dieser Punkt gewesen im Leben, wo ich ganz klar sage, ich bekenne mich zur Veterinärmedizin. Wir sind sachkundig, wir schläfern auch mal ein, wenn es gar nicht mehr geht. Wir versuchen zu operieren. Aber diese Hardcore-Öko-Fanatiker, da kann man nur gegen angehen. Und die Instrumente, die wir eben haben, ist Amt, Veterinäramt, Tierhalteverbot durchsetzen, Beschlagnahmung und so weiter. Wenn jemand absichtlich sein Tier quält aus ideologischen Gründen, ist das unhaltbar und dann werden wir auch sehr, sehr aktiv. Ja, du bist jetzt mitgefangen. Ja, die Nina Werner ist gekommen mit ihren super schönen Pferden. Und ja, ich muss gestehen, das ist natürlich jetzt auch was, wo mir das Herzchen hochgeht. Das sind schon mal so richtig tolle Warmblüter. Und die werden wir uns gleich mal genau angucken, die beiden Schatzis. Zwei Jungs übrigens. Jungs heißt immer lieb und artig. In der Natur ist das so, dass die Mädels eher die Grantigen sind. Kennt jeder verheiratete Ehemann, der zuhört, der weiß genau, was ich meine. Habe ich recht? Auf jeden Fall. So, man merkt natürlich auch schon eine gewisse Kultur, dass eine Kundin in der Lage ist, dass man eben alleine alles zu handeln und dass die Pferde relaxed sind und ausgebildet sind. Eine wunderbare Sache. Und was mache ich jetzt? Ich hole mir Informationen. Ich gucke mir die Füße an, ich gucke mir jetzt schon die Bewegung an. Und der Hufbeschlag oder Orthopädie oder auch Barhufpflege, alles das beginnt zuerst beim Bearbeiten im Kopf. Ich sammle Informationen. Was ich jetzt schon sehe, spreche Bände. Und das wollen wir uns jetzt mal genau angucken. Leute, da ist ganz viel Bedarf. So, die Tiffany und ich, wir schauen uns jetzt die Bewegung an und versuchen jetzt erstmal herauszufinden, wie optimal oder wie nicht optimal die einfallenden Körperlasten in den Huf kommen. Und ihr seht auch schon die Hintergliedmaßen. Das ist natürlich gerade nicht der Fall. Die Wendung verrät uns viel. Das ist jetzt praktisch erstmal eine Gangbildanalyse im Schritt auf dem Pflaster. Und wir holen uns jetzt Informationen. Wie läuft das Pferd? Wie fußt das Pferd? Wie sind die Zehen- und Fesselachsen? Gliedmaßen, Führung, Stellung und so weiter. So, und im Grunde genommen sieht man jetzt schon, dass das Pferd auch auf der Vorderhand ein Problem hat, sich überhaupt abzustoßen. Ne? Das heißt, dieses sogenannte weiche Abrollen über die Schulter, das ist im Moment überhaupt nicht möglich. Die Hinterhand, die läuft so ein wenig hinterher. Die müsste mehr unter das Pferd. Da müsste man mal gucken, ob man vielleicht schon durch eine korrekte Stellung den Rücken ein bisschen hoch bekommt, dass die Aufrichtung da ist. Und das ist genau das, was ich meine, was wir Schmiede machen müssen. Informationen holen. Informationen, Informationen, Informationen. Von diesen Informationen leben wir.
Und da muss viel mehr nachgeschaut werden. Wie läuft das Pferd vor der Hofbearbeitung? Wie läuft das Pferd nach der Hofbearbeitung? Man kann wirklich ein Pferdeleben ja sehr unschön gestalten, wenn man das, sag ich mal, nicht sachkundig ausführt, das Ganze. So, man sieht es auch schon, das Pferd ist nicht taktrein. Ne? Das seht ihr schon am Rücken, wie das schwingt. Das ist ein nicht taktreines Pferd. Komm, zeig mal ein bisschen. Zeig uns, dann lass uns, das ist jetzt wie beim Auto mit diesem Auslesegerät, ne? Dieses OBD-Gerät. Man steckt das rein in den Bordcomputer und liest das Auto aus. So ist es hier auch. Das Pferd erzählt uns das nicht verbal, aber das Pferd zeigt uns, was die Probleme sind. Können wir die lesen, ja oder nein? Darum geht es. So, jetzt mal rechte Hand, da sieht man es ganz deutlich vorne, Leute. Das ist nicht schön, das ist nicht lustig. Und die Frage ist, können wir da jetzt mal so eben aus dem Stehgreif helfen? Also ihr seht es schon, das ist natürlich, ja, ist lahm, ne? Brauchen wir gar nicht mehr drum herum reden, dieses Wort. Ich nehme das mal ungern in den Mund. Aber mal ehrlich, weißt du selber, ne? Ja, so sehe ich mittlerweile aus. Nass, geschwitzt, fleißig. Und so sieht Tiffany aus, die macht sich wie immer einen lauen Job. Besitzerin auch, lauen Job. Der Einzige, der hier arbeiten muss, ist der Hofschmied. So, was es damit auf sich hat, das werden wir gleich ein bisschen mal erläutern und natürlich auch uns in der Bewegung ansehen. Es gibt hier keine Geheimnisse. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich konnte helfen oder nicht. Was ich immer so schön finde, keiner macht so schön zu. Das heißt, nietet die Nägel so schön ein wie die Tiffany. Das ist einfach nur ein Träumchen. Und da könnt ihr zum Beispiel jetzt hinten links innen sehen, dieses weggebrochene Horn noch. Ganz schlimm, wie viel da weg und ausgebrochen war. Und auch diese Strahl- und Huffäule, die da war, die da vorherrschte. Und da müssen wir gleich noch eingehen auf dieses Thema. Direkt nach dem Beschlag, die ersten Schritte, das sieht schon, ja Schatz, das sieht schon ganz anders aus. Sagst du selber was? Stellst du irgendwas fest? Er läuft besser. Ja, natürlich. Natürlich. Ohne, dass wir dir für diese Aussage Geld geben mussten. Ist das was? Ja, das ist so. Ich habe viel Geld gekriegt dafür, dass ich diese Aussage Das ist immer schön. So, und den Rest bekommen wir auch noch hin. Und wie wir jetzt die Strahlfäule in den Griff bekommen, das müssen wir dann auch noch klären. Das ist was, was richtig weh tut. Was sagst du, Frau Doktor? Schön. Gut, ne? Schön. Das ist wirklich gut. Ja, der kriegt die Beine hoch. Und der muss jetzt auch erstmal selber merken, ups, da ist eine Hilfe unten. Ich muss weniger körperliche Kraft aufbringen, um die gleichen Bewegungsläufe zu erzielen, beziehungsweise mit dem gleichen Kraftaufwand wie zuvor erreiche ich mehr Bewegung. Jetzt kommt langsam der Kopf runter, ne? Wenn er jetzt warm wird, dann ist auch gleich irgendwann die Birne unten, ohne dass du irgendwas machen musst. Ne? Immer weiter, so ganz genau, schön tief. Super, und weiter, weiter. So, wenn jetzt ein Pferd natürlich über 1, 2, 3 Jahre schief und krumm gestellt war, lahm war, nicht laufen konnte, ist natürlich auch immer wieder die Frage, wie weit die Muskulatur da jetzt Hilfe braucht, ob man das von alleine beheben kann oder nicht. Da ist natürlich jetzt die Physiotherapeutin, die Tiffany zum Beispiel, eine super Hilfe und kann da Tipps geben. Oder auch die tierärztliche Betreuung ist da ganz wichtig. Das heißt, man merkt also ganz schnell, es ist nicht der Hufschmied alleine, sondern es ist das gesamte Team, was einem Tier helfen kann. Schmerzfrei ist ja wohl der minimalste Anspruch. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Jetzt auf der rechten Hand sieht man vorne rechts. Da ist jetzt noch viel Bedarf. Hat aber auch noch ganz viel, Tiffany. Das war auch wirklich der schlimme Huf vorne rechts mit der Strahlfäule. Da zuckt er, da tut's weh. Und da gehen wir jetzt ran. Und auch das wird noch besser. Ja, 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 ja. Aber jetzt muss er sich natürlich auch erstmal frei machen in der Schulter. Dann bekommt er ein wirklich richtig tollen Beschlag drauf in 6, 7 Wochen. Jetzt muss erstmal alles so offen bleiben, dass man die Strahlfäule behandeln kann. Wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. Du siehst ja hier selber schon, dass der Huf so ein bisschen offen ist, ne? Ja. Du kannst eine Bürste nehmen. Das kann auch eine Drahtbürste sein. Sorry, das muss jetzt mal gemacht werden, dass sauber wird. Dann bitte diese Kompressen durchziehen.
Du siehst, der hat noch, ist schon aufgefault, die Strahlfurche. Er zuckt ein bisschen, es tut ihm weh. Das, was man rauszieht, stinkt natürlich auch. Das musst du jeden Tag nach dem Reiten sauber machen. Und musst dann dieses wunderbare Blauspray, was die Tierärztin dir gleich mitgeben wird, da reinmachen und gucken, mit irgendeinem Stift oder sonst was, dass es auch wirklich reinkommt in diese Strahlfurche. Weißt du, was ich meine? Dass es einmal bis auf den Boden runtergeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kannst du durchziehen. Und wir sehen uns in circa 6-7 Wochen wieder. Dann müsste der Strahl auch mittlerweile zugeheilt sein. Und dann tut es nicht mehr weh. Und dann machen wir mal einen richtigen Dressurbeschlag drauf. So, natürlich auch hier wieder auf dem Pflaster. Ganz, ganz wichtig, sich die Bewegung angucken, Bewegungsabläufe und das Ganze analysieren. Hat man gut gearbeitet, ja oder nein? Definitiv haben wir das. Auch von vorne. Wir sehen vorne rechts, die Gliedmaße ist nicht mehr so weit nach innen gestellt. Das Pferd bleibt natürlich von naturell zehn eng, aber es sieht jetzt normal aus. Ja, das Pferd war zuvor mit diesem Duplus beschlagen. Und was jetzt hier der Nachteil war, das unheimliche Huffäulnis da war in den Wänden, in der weißen Linie und vor allen Dingen auch im Strahl schon so, dass es ein bisschen wehtat. Und das muss jetzt erstmal behandelt werden und dann gehen wir eine Stufe höher. Also Hufbearbeiter können natürlich sehr, sehr viel Positives für ein Tier erreichen, das ist gar keine Frage. Und ich sage das nochmal ganz bewusst, das machen wir ehrenamtlich, kostenlos nebenbei für Leute, die verzweifelt sind, die am Ende sind. Jetzt können hier natürlich viele sagen, ach ja gut, das ist aber ein Dressurpferd, warum hilft man? Dieses Pferd braucht Hilfe, Punkt. Ob es ein Springpferd ist, ein Freizeitpferd, ein Dressurpferd, ein Trabrennpferd oder ein Gnadenbrotpferd, alles das spielt keine Rolle. Das Endergebnis, das ist wichtig. Hat ein Pferd Schmerzen, sind wir zur Stelle, wenn es eben irgendwie geht. Kostenlos in ganz Deutschland. Bist du denn zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass das dann doch so funktionieren kann. Kann funktionieren, ja, wenn man sich Mühe gibt. Ja, genau. Vielen Dank. Gern geschehen. So, die Kundin hat sich jetzt direkt erdreistet, noch ein zweites Pferd mitzubringen. Das ist ein Isländer. Das haben sicherlich schon viele erkannt. Isländer kommen aus Island, wie der Name schon sagt. Nein, Quatsch, das ist natürlich typisch Warmblüter. Und der hat rundum ausgebrochene Hufe, hat so ein bisschen Probleme. Und auch da werden wir natürlich helfen. So, jetzt hat die Tiffany schon mal ein bisschen die Hornkapsel bearbeitet. Und hier gibt es gerade an diesem Huf vorne links gibt es ganz große Defizite. Das gucken wir uns jetzt mal von unten an. So, wir sehen natürlich hier auch schon mal richtig klassisch White Line Disease, ne? Also im Grunde Fäulnisprozesse in der weißen Linie. Und hier haben wir es schon mal rausgeholt, so 1,5 cm tief. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein Röntgenbild schießen. Da scheint was drin zu sitzen, was auch durch den alten Hufbeschlag immer verdeckt war. Und es ist auch sehr traurig, um das mal ehrlich zu sagen, dass auch dieses Pferd so eine massive Strahlfäule hat. Das müssen wir jetzt auch mal einmal abklären und behandeln. So, ich muss noch mal einmal auf diesen Ofen zu sprechen kommen. Also ich fahre Druck, so tief wie es geht. Nee, noch nicht. Ja doch, ein Bar. Also tiefer geht es nicht. Niedrigste Barzahl. Machen wir mal aus. Jetzt guckt euch mal diese Kerntemperatur an. Diese wirklich gleichmäßige, super Kerntemperatur. Wahnsinnsofen. Schmiedeöfen Wenthaus. W-E-N-T und Haus. Nicht schlecht, mein lieber Schwan. Der Ofen funktioniert ja mal. Also wenn man hier so eine Basis hingestellt bekommt, wo wirklich alles weggefault und weggegammelt ist, dann ist das schon sehr schwierig und auch sehr unschön. Das ist jetzt nichts, was uns wirklich Spaß macht. White Line Disease, diese Wandfäule, das ist natürlich völlig unnötig und sowas kann man auch sehr, sehr gut in den Griff bekommen, indem man dann mal ein bisschen die Wände sauber macht, die Sohle sauber macht und auch gegebene Mittel aufträgt. Nach ein, zwei, sag ich mal, Schmiedetermin ist das dann eigentlich wieder in Ordnung. Ja, so, pass auf, ich habe mal eine Frage. Und ganz ehrlich jetzt, wir machen das Ganze ja kostenlos. Es geht ja darum, Leuten zu helfen. Hast du heute ein bisschen was für dich mitgenommen? Hattest du so einen Aha-Effekt? Auf jeden Fall. Also man kann sich halt auf Fachleute verlassen, aber es sind halt dann anscheinend nicht so hundertprozentig Fachleute. Und einen guten Schmied zu finden, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und was meine Pferde hier
an großen Defiziten hatten, wurde mir super gut erklärt und da kann man jetzt auch... Wobei ich jetzt auch mal zur Verteidigung der Kollegen sagen muss, es ist ein unglaublich stressiger Job geworden. Definitiv. Das Telefon rappelt den ganzen Tag. Die Schmiedekollegen sind ungefähr mit 70% untervertreten. Ja. Das heißt, wir könnten eigentlich fast mindestens zweimal so viele Hufbeschlagschmiede noch haben. Ja. Die kommen gar nicht nach. Ne? Ja, ja, ja. Also es ist schon ein sehr schwieriges Thema, was auch zeitintensiv ist. Und Zeit kostet heute Geld. Ja. Und das ist das Problem. Ja, also was mich so ein bisschen erschrocken hatte, das ist, dass dein Pferd wirklich rundrum gammelt und auch diese Zersetzungsprozesse schon in den Hornwellen hatte. Das war schon schlimm. Aber wir haben es jetzt in den Griff bekommen und das ist eine gute Sache. So, wir haben aber jetzt schon mal vorne links die Führung der Gliedmaße, die ist schon mal relativ gerade, da bin ich schon mal froh. Ja, er ist lauffreudig geworden. Also, obwohl das wirklich nicht der Sinn heute war, dass das Pferd besser läuft, sondern überhaupt laufen kann. So, ich würde jetzt gerne noch einmal an der Longe das Ganze beurteilen. Das ist ja schon mal zufriedenstellend, das Ergebnis. So, ohne Treiben, ohne sonst was, geht hier sofort die Post ab. Und das ist natürlich Entlohnung genug, von Auerfüße zu gehfreudig, lauffreudig. Ein kleiner Araber, ne? Auch immer schön zu gucken, wenn die Kundinnen lachen und strahlen, das ist auch schön zu sehen. Du musst jetzt lachen und strahlen, sonst verdirbst du mein Video. So, jetzt so langsam wird er warm, dritte Runde. Jetzt kommt der Rücken auch. Das sind auch so Begriffe, das können auch nur Reiter verstehen. Jetzt kommt der Rücken auch, sagen die normalen Leute. Der hatte doch vorher schon Rücken. So, jetzt einmal die andere Hand. Auch hier gibt es nichts zu verstecken. Und alle, die uns kennen, wissen, wir zeigen die Ergebnisse immer. Auch wenn es mal nicht besser ist, dann haben wir einen Fehler gemacht und müssen nochmal neu arbeiten. Das gehört dazu. Ne? Die Selbstkontrolle, das ist das wichtigste Instrument, was ein Schmied hat. Einfach zu dem stehen, was man macht. Und dann ist doch alles gut. Und selbst wenn mal was nicht sofort gelingt, war noch nie ein Kunde oder eine Kundin böse. Noch nie. Dann hat man eben überlegt und eine andere Strategie angestrebt und dann war es gut. Ja. Von lahm zu lahm frei. Oh, nochmal eine Runde Galopp. Man sieht es schon. Das ist Kultur. Bitte? Du hast das schon lange nicht mehr runtergefüßt. Ja. Das glaube ich dir. Sieht auch toll aus. Das ist immer richtig schön, wenn die Kundinnen dann auch einen Kommentar abgeben und der auch völlig positiv ist, wenn dann gerade die Kamera an ist. Das klingt natürlich abgesprochen. War es in diesem Fall aber nicht, ist es sonst aber immer. Das ist schon richtig. Normalerweise ist immer... Die Julia, die hat hier immer eine Tasche da unten, da hat sie immer so 50-Euro-Scheine drin und gibt das dann der Kundin für die netten Antworten. Aber diesmal war es gar nicht nötig. So, jetzt bitte nochmal laut und deutlich dasselbe. Ich bin sehr zufrieden. Das klingt auch gar nicht künstlich. Das ist super, dass du sehr zufrieden bist. Totale Freude. Große Freude. Tanz mal jetzt die große Freude. Große Freude. Ihr Lieben, der Film endet hier. Das hat keinen Sinn mehr heute. Auch in Deutschland kann man ganz viel Gutes tun. Und das macht richtig Spaß, weil man sich hier in seiner Muttersprache unterhalten kann. Das ist richtig toll. So, von da kam sie. Da geht sie auch wieder hin. Glücklich nach Hause. Wir haben es geschafft. Wieder mal einen Menschen und zwei Pferde glücklich gemacht. Und natürlich auch positiv zu erwähnen, die gelungene Operation heute des Kaltblüters. Auch eine ganz wichtige Sache. Und das wird jetzt natürlich noch eine ganz, ganz harte Herausforderung für unsere Tierärztin, Frau Dr. Schöverling. Weil die muss jetzt in den nächsten Tagen die Nachsorge machen. Und dann sind wir schon wieder woanders unterwegs. Und das ist auch nochmal richtig harte Arbeit. Ja, 9:30 in Deutschland abends. Ich bin angekommen hier wieder in Warndorf. Ich muss jetzt noch Bürodienst machen. So 3-4 Stunden muss ich noch durchhalten. Dann darf auch ich schlafen und morgen geht's weiter. Vielen Dank an alle, die bisher geschaut haben, die sich das wirklich alles angeguckt haben.
Wer Kontakt zu uns sucht, ich packe mal ein paar Links drunter und die E-Mail-Adresse. Wir können nicht allen helfen, wir versuchen aber so vielen zu helfen, wie es geht. Seid bitte nicht böse, wenn wir den einen oder anderen ablehnen müssen, weil es zu weit ist oder gerade gar nicht in den Zeitplan passt. Wir bemühen uns. Haltet die Ohren steif. Dankeschön. Lasst mal ein Like da, das wäre ganz lieb. Ciao.